Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Minecraft Sky. Wow! Letztes Mal haben wir den Geier getötet und hier diese coole Waffe bekommen, mit der wir ganz viele Waffen beschwören können und die dann auch schießen. Und die Frucht hier, mit der wir unendlich viel Essen haben. Also die können wir immer wieder rennen, können wir unendlich lang knabbern, wenn wir dann mal Hunger hätten. Und ich habe ja auch gesagt, zwischen den Folgen werde ich den Geier ein paar Mal töten, weil wir haben den ja jetzt irgendwie zweimal gesehen, beziehungsweise das zweite Mal nicht ganz so viel, also zumindest ihr nicht. Ich habe den recht viel gesehen und ich habe den insgesamt jetzt sehr, sehr häufig gesehen und habe ein paar Mal jetzt hier den, ja, Dice of Fate, und wir hoffen einfach, dass wir noch ein paar Mal die anderen, ja, dass wir die restlichen vier Items aus den acht Würfeln, und das Video kommt heute auch später, weil das sind wir ja gewöhnt. Ich bin immer noch erkältet, Leute. Ich huste hier vor mich hin. Kleines Geschenk, LG Buddies. Ach, die haben ja Neta einen Würfer getötet in unserer Folge. Da haben wir die Explosion gehört und waren verwirrt. Dankeschön für den Würferstar. Jetzt haben wir 26 Stück. 26 Mal können wir jetzt noch ein Safari-Netz craften. Und ja, hoffen wir einfach, dass wir die letzten vier Items bekommen. Wir öffnen den ersten. Zack, Ei auf die Flügel. Was kannst du? Ach, ich glaube, das war das Item. Das ist eigentlich echt richtig praktisch. Aber kann ich hier Shift-Rechtsklick auf den Boden machen? Oh, ich habe ein bisschen Angst. Das sieht mir nicht richtig aus. Dann mache ich hier Shift-Rechtsklick drauf. Und wenn ich jetzt Rechtsklick mache mit dem Ding, halte ich gedrückt, zack, dann teleportiere ich mich einfach auf den Block drauf. Und damit bin ich eigentlich jetzt immer sicher. Ich weiß nicht, ob das zwischen den Dimensionen funktioniert. Warte, wir können hier kurz mal in Ether gehen. Oder ob ich pro Dimension einen eigenen Ort setzen muss. Also warte, wir gehen mal ins Portal. Und wenn wir jetzt hier einfach rechts gedrückt halten, kommen wir dann zurück. Da hinten ist irgendwas markiert, das sieht aber nicht richtig aus. Nee, da müssen wir das wohl pro Dimension selbst setzen. Warte, dann setze ich das mal hier. Halt gedrückt, zack, 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 es kommt, genau. Und dann sind wir da. Jetzt ist natürlich die Frage, wurde es in einer anderen Dimension gelöscht? Weil es war ja auch immer mit der Portal Gun und alles und den ganzen Modpacks. Man muss immer pro Dimension seinen eigenen Save Point setzen. Und ist der Punkt hier noch gesaved? Nee, okay, heißt, wir können pro Dimension immer nur einen Punkt haben. Falls wir im Äther mal irgendwas Complicatedes machen oder Gefährliches, dann müssen wir halt den Punkt dahin setzen. Das wissen wir ja davor. Ei auf die Flügel. Ach nein, ich bin ein Steve. Erstmal reconnecten. Bin ich kein Steve mehr? Ja, schon besser. Nächster Dice of Fate. Oh, wir bekommen direkt den nächsten Ring. Wir haben den Ring auf der Odin bekommen. Der ist recht cool, weil der kann Folgendes. Wenn ich den anziehe, dann kriege ich nochmal extra Herzen. Wenn ich nämlich jetzt, warte, bin ich satt. Ja, ich bin satt. Wir sehen, ich krieg noch eine Herzreihe. Ich krieg noch mal 10 extra Herzen durch den Odenring. Den ziehen wir doch noch mal aus. Weil wenn wir alle Ringe haben, können wir die zusammen craften. Behalte ich jetzt das Herz? Lol, Modado hat gehackt. Nächste Days. Ring auf Tor. Hey, bekommt man die hundertprozentig? Irgendwie Paluten hat gemeint, ich bekomme die nicht hundertprozentig. Ring auf Tor kann... Ja, das ist eine gute Frage. Was kann der überhaupt? Kann ich jetzt Blitze schießen oder so? Oder Ring of the Tor? Keine Ahnung, was der kann. Naja, egal. Öffnen wir den letzten. Haben wir nichts bekommen. Haben wir nichts bekommen. Und wir bekommen hier Ring of the Loki. Bedeutet, die hier sind... Ah, die sind auch... Sind die Dices auch auf mich sehen gebunden? Ach, verdammt. Ich habe gedacht, die könnte ich jetzt irgendwie Zombie geben oder so. Kann ich die einfach ins Lagersystem machen? Weil... Wenn die auch jemand anderes benutzen kannst, jetzt hier im Lagersystem, ansonsten weiß ich nicht. Ich habe halt gedacht, hey, Maudado, machst du halt 8 direkt und wenn einer überbleibt, gibst du den jemand anderen, aber anscheinend geht es ja nicht. Jetzt haben wir Ring of the Tor, weiß ich nicht, was er macht. Ring of the Loki, ich schaue einfach mal nach. Okay, soweit ich das verstanden habe, kann der Ring of Tor Folgendes. Wenn ich den anhab, dann werden die das Terra-Steel-Werkzeug besser. Also stand dort, dass alle das Werkzeug, was, ja, so ein AOE-Effekt hat, dass man mehrere Blöcke abbaut, noch eine größere Reichweite haben. Aber was der Ring of Loki kann, sah recht interessant aus. Wartet, Leute, dafür brauchen wir gerade mal Cobblestone. Kobble. Und dann können wir einfach, soweit ich das verstanden habe, Folgendes machen. Ich kann Shift-Rechtsklick da drauf machen, Shift-Rechtsklick da drauf machen und Shift-Rechtsklick darauf. Und dann, wenn ich hier, ach so, entferne ich es dann. Und wenn ich jetzt Sachen mache, huh? Okay, irgendwie... Ach so, warte, wenn ich sneake? Oh! Okay, ihr seht's. Wenn ich jetzt hier irgendwas platziere, dann wird im Verhältnis zu den anderen Blöcken genau dasselbe gemacht. Heißt, ich sneake jetzt und
quasi eins nach, zwei nach rechts, zwei nach vorne wird ein Block platziert und von da aus auch nochmal zwei nach rechts und nochmal zwei nach vorne heißt, hier kann man so, ja, man kann quasi hacken, würde ich mal einfach sagen. Man kann hier so Blöcke platzieren. Das ist ganz schön verrückt, muss ich sagen. Ich verbrauche natürlich trotzdem, denke ich mal, alle Blöcke aus dem Inventar, heißt, ich kann mir damit nicht Blöcke duplizieren. Aber vielleicht ist das ja irgendwann mal praktisch, wenn man ein Haus baut. Ich weiß noch nicht wirklich, für was das, was mir das nutzen soll, aber wir haben es. Und damit haben wir alle 6 Gegenstände? Warte, Leute, wir müssen kurz mal gucken. Haben wir alle 6 Gegenstände? Ich glaube, wir haben alle 6 Gegenstände. Bedeutet, nee, das ist kein Gegenstand, der dazu gehört. Aber bedeutet, wir können die 3 Ringe zusammen craften. Obwohl, wartet. Erstmal nochmal husten und dann, zack, ziehen wir nochmal den Ring an und removen mal die ganzen Markierungen. Sind die noch da? Hallo? Naja, zumindest die eine war noch da. Und machen die ganzen anderen Sachen weg. Oh Gott, Leute, ich muss so viel husten, das ist gar nicht schön. Zack, zack, alles weg. Und dann craften wir die 3 Ringe zusammen, dann können wir die nämlich anziehen. Ist irgendwie schade, weil den Haste-Ring habe ich eigentlich gemocht, aber ich kann ja hier auf den Handschuh, ich habe ja hier noch, warte, wo ist er denn? Hier, auf dem Handschuh, da kann ich noch mehr Haste drauf verzaubern, dann wäre das ja irgendwie halbwegs ausgeglichen. Okay, wir craften die 3 Ringe zusammen. Die Sache ist, an dem Ring, erstmal kriege ich ein Achievement. Wenn ich den jetzt irgendwann aus meinem Inventar droppen würde, würde er sich wieder in alle 3 Teile aufteilen. Heißt, ich kann die auch jederzeit trennen. Und wenn ich die so habe, kann ich die natürlich einfach, zack, sind die immer noch Soulbound an mich? Soulbound to Maulado, perfekt, anlegen. Und dann haben wir jetzt hier diesen starken Ring. Und ich frage mich gerade, verstärkt der Ring of Thor dann auch mein Terra Blade? Müsste ja eigentlich, ist ja auch eine Terra-Stil-Waffe, oder? Und vor allem, ich habe halt jetzt auch diese extra Herzen, das ist halt ganz schön krass. Das habe ich hier schlussendlich, wie viele Herzen haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier rein. Diese grünen Herzcontainer kann man ja nicht bekommen, ist die Sache. Ja gut, Leute, dann sind wir equip-technisch super dabei. Hier, Eye auf dem Flügel werde ich immer... Warte, ist er hier gerade irgendwo hingebunden? Zack, da hinbinden. Und dann kann ich, immer wenn ich runterfalle, also nehme ich einfach an, hey, nein, Hilfe, ich fall runter. Zack, bin ich hier. Das braucht natürlich auch Mana, heißt, ich muss immer Mana dabei haben. Und ansonsten haben wir jetzt hier coole Waffen. Das behalte ich trotzdem für den Fall der Fälle, falls mein Ei auf dem Flügel nicht funktionieren sollte. Den Ring of Mantle mache ich mir hier rein. Und genau, was ich natürlich auch noch bekommen habe, sind 8 Miniaturherzen und diese Dinger, die ich mir auf meinen Helm craften kann. Wir haben ja hier schon, was haben wir schon auf unserem Helm drauf? Heals, wenn ich Damage, also es heilt mich selbst, wenn ich kritte, einen Teil vom Schaden, den ich mache. Und Wither-Effekt kann ich applyen auf Gegner. Jetzt habe ich hier noch eins bekommen, dass ich slow, wenn ich kritte. Da ist ein Gegner slow, ist ja natürlich auch nicht schlecht, sage ich auch nicht nein. Dann habe ich hier noch, wenn ich weniger HP habe, mache ich mehr Schaden, sage ich auch nicht nein. Und dann hier noch, dass Critical Hits die Rüstung durchdringen. Heißt, ich ignoriere Rüstung. Ist auch eigentlich nicht schlecht. Die Frage ist, das weiß ich gerade nicht, muss ich das ganze Terra-Steel-Set anhaben, damit der ja diese Zusatzeffekte auch funktionieren, weil... Dann wär ein bisschen doof, weil wie gesagt, die Schuhe sind einfach zu gut, die Flügel sind einfach zu gut, die will ich eigentlich nicht ablegen. Das wäre nämlich echt ärgerlich. Und was ich mich gerade frage, kann ich vielleicht irgendwas mit dem Ring hier kombinieren? Oder geht es nur mit... Ja, es geht wahrscheinlich nur mit optischem. Schade, schade. Okay, wir brauchen auf jeden Fall in Zukunft immer Mana dabei. Und dann sind wir auch ganz schön ob. Und die eine Sache, die ich ausprobieren wollte, ist, man kann diese Miniaturherzen, Zombie hat mittlerweile auch alle und ich habe ja noch 8 Stück über von den Bosskämpfen, also alle haben mittlerweile alle Herzcontainer, die kann man in der Theorie auch essen. Ich weiß, die roten geben einem 10 Herzen Heilung instant, also ist quasi Instant Heilung und die goldenen habe ich keine Ahnung, aber ich wüsste gerade nicht, wie ich mir so schnell Schaden machen soll. Weil irgendwie kriege ich ja keinen Schaden mehr, ist das Problem. Obwohl, ich könnte doch einfach Herzcontainer aus und wieder anziehen, oder? Wenn ich jetzt rausmache, verliere die nicht instant, die Herzen. Das ist aber das problematisch. Ich behalte die wahrscheinlich, bis ich sie einmal verloren habe. Naja, wir wollen heute ja später noch in die Aether Dungeons gehen. Da kann ich das ja dann einfach ausprobieren. Auf jeden Fall, was ich noch machen wollte, war, ich wollte eine Painting-Maschine machen. Von Ender.io, die können wir einfach craften, glaube ich. Ja, wir haben alles, Leute. Wir sind super ausgerüstet. Denn die ist ganz, ganz nett. Wir haben ja hier hinten... Warte. Ah, doch, wir haben da Energie drin. Ich habe gerade gedacht, wir hätten keine Energie. Wir haben zum Beispiel hier ja gerade das Problem... Oh, da stehen Rohre raus. Oh nein, das ist gar nicht gut. Oder hier vorne haben wir ja auch da unten... Ah, die sieht man. Ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, aber
könnte man auch verstecken. Und dafür ist die Painting-Maschine da. Wenn ich jetzt nämlich dazu noch hier die Conduit-Fassaden mache, hier zack, die sind ja nicht complicated, machen wir einfach mal ein paar Stück, so 20 erstmal vorübergehend, kann ich die hier in die Painting-Maschine legen, zack. Und jetzt kann ich den zum Beispiel einen anmalen zu einem Cobblestone und dann sieht er einfach 1:1 aus wie ein Cobblestone und dann hätte ich eine wunderschöne Fassade. Ich muss sagen, Cobblestone ist jetzt eigentlich nicht mein Ziel, meine Zielfassade gewesen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, hey Maulado, diese offengelegene Rohre, die sehen viel hässlicher aus als normaler Cobblestone, dann kann ich sagen, zack, zack, verkleidet als Cobblestone, heißt für diese Ender-IO-Pipes, hat man auch noch eine Möglichkeit, die zu verstecken, nicht nur für die anderen mit diesen Fassaden, hier geht's auch, kein Problem. Aber eine andere Sache, die ich gesehen habe, als ich nach der Painting-Maschine gesucht habe, ist diese Painting-Dress und diese Oak-Painting-Frames. Und warum ich daran so interessiert bin, kann ich euch kurz mal zeigen. Wir können uns ja so eine Presse machen. Also ich weiß nicht, ob das klappt, aber was man hier machen kann, ist, man kann hier Bilder drauf drucken. Und ich habe gesehen, es gibt auch Custom-Bilder. Und deswegen habe ich einfach in den Ordner bei mir einfach ein Bild reingetan. Ich habe einfach irgendwas genommen, in dem Fall war es ein Slime Ranger Thumbnail, was ich halt gerade zur Verfügung hatte und habe das da reingepackt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, weil ich habe das ja kleinzeitig gemacht, ob ich jetzt einfach, warte, lösch mir das mal raus, das ist ja, das nervt hier ja nur. Ob wir jetzt einfach hier, wenn ich mir so ein Oak Painting Frame mache, das da drauf drucken können. Und dazu brauchen wir, glaube ich, hier noch so Rahmen, oder? Ah, dafür brauche ich, was brauche ich dafür? Muss irgendwas rein, wartet. Ach, dafür brauchen wir noch mehr von den Dingern. Okay. Und dann machen wir uns zwei Rahmen. Habe ich das richtig verstanden? Machen wir uns einfach auch mehrere davon. Und dann brauchen wir hier noch diese Painting-Canvasse. Davon machen wir uns einfach mal eins, weil wir wollen ja ein Bild drucken. Und die große Frage ist, die ich mir jetzt stelle. Ich kann das jetzt hier reinlegen. Zack. Und wenn ich jetzt hier einstelle, Custom, hier mein mein Thumbnail mache ich da drauf. Und Oh, Leute, ich bin aufgeregt. Das kann ich nicht ranhängen, dann muss ich hier hin. Dann. Oh nein, das passt nicht in den Rahmen. Hilfe. Stopp, stopp, stopp. Dann habe ich da einfach mein Thumbnail an der Wand. Jetzt ist natürlich die Frage, sehe nur ich das oder jeder? Also ist halt die Frage, wie das hier funktioniert, ob das so Pixel drauf druckt und das wird so richtig abgespeichert oder ich das gerade nur sehe, weil ich das halt das Bild in meinen Ordner gemacht habe. Da muss ich jemanden anderen noch fragen, aber wenn das einfach so klappt, ist es ja schon cool. Ich hätte aber gerne eigentlich ein breiteres Frame. Da kann ich einfach das. Ah, ich kann das einfach so an die Wand hängen und dann macht es keinen Unterschied. Ah, okay, ja gut. Bin ich mal gespannt, ob man das bei den anderen sieht. Wie gesagt, habe ich halt einfach, da habe ich gerade das Slime Ranger Thumbnail. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal machen. Ist eigentlich ganz cool, wenn das andere auch sehen. Also wenn man es nicht bei sich in der Datei nur einfügt, damit das irgendwie gedruckt wird. Also dass hier wirklich gedruckt wird und nicht einfach ein Bild dargestellt wird. Ansonsten kann man hier natürlich auch alles mögliche andere machen. Wenn ich dann noch ein paar hier von denen crafte, heißt, wir können auch so ein eingebautes Bild da mal reinmachen. Zack, einbauen und dann machen wir Bibliocraft-Bilder. Was gibt's denn da? Machen wir den Kuchen oder doch das oder die Sonne oder das Schiff? Komm, wir machen ein Schiff, warum auch immer das Schiff. Und dann können wir an die Wand, machen wir einfach da, das hinhängt, zack, Schiff rein, dann haben wir da ein Schiff. Cool, oder? Wow. Und die eine Sache, die ich heute noch machen wollte, war ja, einen Ether-Dungeon zu machen, weil wir wollen Hüpfi zurückbekommen und den bekommen wir natürlich nur im Ether-Dungeon. Die gute Sache ist, jetzt mit Ei auf den Flügeln kann ich auch nicht mehr in der Wand stecken bleiben. Bedeutet, eigentlich bin ich relativ safe, wenn ich mir hier den Spot mache und dann später in der Wand stecke, kann ich mich einfach mit dem guten alten Item hier raus teleportieren. Da ist ein bisschen was explodiert. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, könnt ihr bei Paluten vorbeischauen. Und Gott, sah das gerade verbuggt aus. Der Beacon, eigentlich eine Sache, die man hier beim Beacon einstellen kann. Kann man hier nicht Speed einstellen, wenn man da die Items rein... Okay, das sah nur komisch aus. Ich habe gerade gedacht, ich hätte alle Herzen verloren. Nee, aber die gute Sache ist, wir können testen, wie viele Herzen die Goldherzen zurückgeben. Wenn wir dann irgendwie Lowlife droppen, aus was für Gründen auch immer, auch was wir machen können eigentlich, ist... Ja, uns noch ein Amulett anziehen. Generell die gute Sache am Amulett ist, ich kann die eigentlich jederzeit austauschen. Heißt, ich lege die mir einfach hier unten hin und dann sage ich, hey, bei dem weiß ich, es ist Resistenz, genau. Ich will Resistenz, zack, ich habe Resistenz.
Oder ich will Regeneration, zack, ich habe Regeneration. Das ist eigentlich extrem praktisch, dass man die so einfach tauschen kann. Und deswegen sind wir glücklich darüber, dass wir die einfach so einfach tauschen können. Resistenz, jetzt haben wir gerade Regeneration und jetzt haben wir wieder Resistenz und Regeneration. Oder wenn wir halt einfach unsterblich sein wollen, machen wir das. Heißt, wir können alles in unserer, ja, alles hier ausgerüstet haben. Woher wir Hüpfi bekommen, ist aus den Kisten hier. Allerdings, ich muss gerade mal überlegen, warte, wir müssen auch das hier ausrüsten. Und eigentlich würde ich auch gerne mal die Waffe hier probieren. Oh Gott, was mache ich jetzt? Wohin mit meinem ganzen Zeug? Ich glaube, ich mache es einfach mal so. Das hier gibt mir Resistenz. Okay, dann nehmen wir so, okay. Gut, ich möchte ehrlich gesagt die Waffe auch mal ausprobieren. Und zack. Und wissen, wie viel Schaden... Warte. Vielleicht hat das nicht funktioniert, weil es gerade aktiviert hat. Und zack. Ah, es funktioniert nicht, weil die hier halt in der Hand und Wand stecken. Okay, dann nehmen wir... Warte, nehmen wir doch unseren Kleber. Zack. Den haben wir getötet. Die droppen nichts. Die ganzen Minibosse, ja, die müssen wir halt einfach töten. Die müssen wir töten, das kennen wir ja. Alle töten und dann die Kisten looten. Und dann am Ende noch den Endboss machen. Der kann ja auch Zeug droppen. Aber wir sind ja jetzt so OP, eigentlich dürfte nichts mehr hier ein Problem sein. Rein gar nichts mehr. Oh, was ist das? Recording. Ah, das ist eine Disc anscheinend, nehme ich mal an, oder? Da muss mir irgendein Schallplattenspieler wahrscheinlich... Oh, Funkrin. Den kennen wir, den guten allen. Ist aber nicht, den ich gesucht habe. Ich suche hier... Nein! Ich suche doch Hüpfi. Lass mich doch Hüpfi finden. Ihr blöden Dinger. Naja, die Boss-Tür haben wir auf jeden Fall auch schon mal. Dann fehlt uns nur noch ein Miniboss, dann könnten wir auch direkt den Boss machen. Aber woher kriegen wir jetzt den Miniboss, ist die Frage. Oh, noch ein Funkrin, okay. Irgendwie, Funkrin ist hier recht häufig vertreten. Ah, hier ist auch schon mal der letzte Miniboss. Einfach mit Kleber drauf, Leute. Einfach töten. Zack, zack, zack. Und zack, tot. Oh, Baby Pink Sweet. Oh, Gott sei Dank. Und noch direkt ein Funkrin. Okay, wir haben es geschafft. Alter Pinky, warte. Nee, Hüpfi meinte ich. Nein, Leute. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe Pinky... Nee, Hüpfi. Nein, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Oh, wo ging es zurück zum Boss? Hier in der Ecke? Ja, okay. Gut, sehr gut. Okay. Wir haben es geschafft. Zack. Und umbenennen. Damit ich nie wieder den Namen vergesse. Hüpfi. Apply. Das ist Hüpfi. Die gute Alte. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's super. Zack. Und wir machen auch direkt den Endboss. Warte, was habe ich jetzt ausgerüstet? Ich will Stärke. Gerade habe ich nichts ausgerüstet, aber jetzt kann ich Stärke ausrüsten. Perfekt. Und dann essen wir das und wenn wir ein bisschen Leben verlieren, testen wir das mit dem Goldherz. Ich habe auch schon eins genascht aus Versehen, aber hat mir irgendwie nichts gebracht und ich werde den auch einfach tanken, wisst ihr? Und irgendwie sind die grünen Herzen auch richtig verpackt. Irgendwie werden sie mir nicht immer angezeigt. So, nee, ist mir egal. Du kannst mich boxen. Du kannst mich einfach boxen. Ich habe die Herzen dafür. Und jetzt falle ich einfach gleich um. Oh, das geht so schnell mit dem Stärke-Ding. Und dann ziehen wir das auch direkt wieder aus. So, was haben wir von dir bekommen? Ganz viel von dem Zeug. Und was habe ich in meinem Inventar? Neptuns Boot. Damit kann ich über Wasser wandeln, Skyroot ringen. Double Drops. 15% Chance, dass mehr Sachen droppen von Gegnern. Okay, das sage ich eigentlich nicht nein zu. Jo, legen wir einfach an, wa? Neptun Boots brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich kann es hier einmal anziehen. Oh, die sind echt stylisch, muss ich sagen. Das ist aber echt ärgerlich. Und ich würde sagen, erstmal raus teleportieren. Ich bin in der Wand, oder? Oder bin ich nicht in der Wand? Ich glaube, ich bin in der Wand. Ich halte mal hier Rechtsklick gedrückt. Hallo? Ich halte auch Rechtsklick gedrückt. Oh, kann ich bitte in keiner Wand sein? Es wäre echt hilfreich. Warum kann ich nicht Rechtsklick gedrückt halten? Warum kann ich... Ich bin einfach zwischen Dimensionen gefangen. Ja gut, dann war es für die heutige Folge. Ich brauche jemanden, der mich raustippt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin nicht mal in der Wand. Ich bin irgendwas dazwischen. Tschüss!